Tetris-Block da kommt. Das sieht aus wie ein Tetris-Block. Gut, also hier haben wir einen Sonderbaum erstmal gefunden. Gehen wir wieder nach oben, so. Jetzt nach links. So, ich kenne den Weg, Leute. Ihr müsst jetzt nicht weinen. Oh, er kennt den Weg nicht. Ich kenne den Weg schon. So, dann geht's hier lang. Ich habe das Spiel ja schon zigmal durch. So, hier ein Rocket noch. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten! Heraus? Oder hat er heraus schon vorher gesagt? Egal. Scheiß auf die Besatzstellung. Wichtig ist, dass wir verstehen, was der da quatscht. Und Donnerblitz. Hätte ich auch gemacht, weil ich weiß, dass Ratzfratz geownt wird. Gewonnen hättet. So. Was kommt jetzt? Die Entwicklung. War zu erwarten. Ah. Jetzt regt er mich aber auf, dieser Hasenzahn. So. Das ist echt traumatisierend. Den Spruch hatten wir schon mal, aber ich bringe ihn einfach nochmal. Wieder One-Hit. Nein, doch nicht. Traumato scheint eine hohe Spezialverteidigung zu haben. Na klar, Traumato greift ja auch spezial an. Ich bin am Boden. Haben wir einen Trank, damit ich Pikachu rein kann? Ja, gut. Super Trank, reicht fast genau. Hier ist ein Item. Rot findet KP Plus. Geben wir gleich Pikachu. So. Was ist hier oben? Ich werde dir den Lüftöffner niemals geben. Was ist der Lüftöffner? Ach so, damit können wir in den Aufzug, ne? Also hier ist ein Aufzug, den müssen wir verwenden, um zum Boss zu kommen. Oder um weiterzukommen, sag mal so. Ganz recht, der Boss befindet sich hier in diesem Gebäude und wir werden gegen ihn kämpfen. Donnerblitz. Oh nein. Oh ja. Was hast du denn da liegen gelassen? Rot findet Liftöffner. Mist, ich habe den Liftöffner verloren. Was ist das? Das müsste aber Klingensturm sein. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ja, Klingensturm. Gut, jetzt können wir in den Aufzug, der im zweiten Untergeschoss ist. Nämlich hier. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir da weiterkommen. Pikachu dreht sich auch, lol. Es dreht sich. Alles dreht sich. Da muss man doch kotzen, wenn man darüber rumkreiselt. Wie so ein Kreisel, ja. Da ist doch ein Item da hinten. Du kannst keine weiteren Items tragen. Das ist typisch. Hier. Das ist hier der Ort, an dem ich nie genug Items tragen kann. Ja, vielleicht die Pokéflöte später kaufen sollen. Ja, schmeißen wir irgendwas weg. Die Frage ist, ja, Gegengift weg. Zack. Ein Nugget können wir verkaufen.
So, aber jetzt hier wieder nach rechts. Ja, das war zu erwarten. Ich dachte, vielleicht hätten wir das Item schon, aber haben wir anscheinend nicht. AP Plus. Ja, okay. Machen wir AP Plus auf Shillock. Und erhöhen Eisstrahl. So, jetzt hat Eisstrahl mehr AP als Angriffspunkte. Nämlich 12 statt 10. Das ist TM7. Was ist das? Schädelwurme? Oder Schwertanz? Hornbohrer. Ui. K.O.-Attacke. Und weiter nach unten. Hier lang. Alter, wie viele Items dieses Team Rocket hier liegen lässt, Mann. Ich weiß, ich bin falsch gegangen, aber das ist mit Absicht so, denn hier ist noch etwas. Seht ihr? Ein Item. Das ist ein Hypertrank. Holen wir ihn uns. Ja, doch nur ein Supertrank, aber ist ja auch egal. Wäre es ein Hypertrank, hätten wir den nicht tragen können. Also positiv denken. So, hier geht's wieder zurück. Jetzt hier wieder lang. Alter, wie kommt da das Team Rocket mit diesen Dingern da zurecht, Mann? Kein Wunder, dass sie so blöd sind, wenn sie jedes Mal, wenn sie ihr Hauptquartier sind, sich drehen. Da wird man doch wahnsinnig, oder? Naja, ja. Hier ist eine Treppe. Oh, ja. Hat der mich nicht erschrocken? Was hast du hier verloren? Keine Ahnung. Ich bin einfach so neugierig. Und will schauen, was ihr da alles in eurem Gebäude so treibt. PK. Erstmal brutzeln. Ratte auf dem Grill. Schmeckt immer gut. So, okay. Jetzt können wir nicht mehr mit Donnerblitz angreifen. Donnerblitz hat keine AP, aber wir haben noch einen Äther. So. Beiß ruhig. Ja. Das sage ich immer, wenn er Hyperzahl einsetzt. So, jetzt. Zack. Level 32. Noch ein Radikalater. Kein Problem. Wir haben immer noch einen Donnerblitz. So. Er hat noch einen Radfratz. Also zwei Radfratz und zwei Radikalater. Und er will es in die Länge ziehen. Das sieht man. Aber ist wurscht. Tschüss. Das kann nicht sein. Tut's aber. Alarm, Eindringlinge! Steam zeigt bei mir, ich bin abwesend. Lol. Ja, ihr könnt mich bei Steam finden, ich heiße Kevin Bleier. So. Donnerblitz. Smoggern. Und das ist wieder ein One-Kill, also ziemlich langweilig die Kämpfe, muss ich zugeben. So, Smoggern. Wird aber geblitzt. Ich konnte ihn nicht aufhalten oder stoppen, was auch immer. Du kannst keine weiteren Items mehr tragen. Ach, halt doch die Fresse. Moment, mein Headset muss ich ein bisschen zurecht tun. Das ist bei mir ein bisschen groß eingestellt. Moment. So, jetzt. Was, wir haben drei Supertränke. Oh Gott.
Ach, wisst ihr was? Ich verpiss mich jetzt. Tschüss. Wir können keine Items mehr tragen, aber wir können noch was anderes. Wir können sie verkaufen. Außerdem haben wir sehr viele TMs geholt. Die müssen wir auch noch lagern. Und Aufnahmepäuschen. Was sag ich das eigentlich? Komm jederzeit wieder vorbei. Also gut. Lagern wir ein paar Items wieder. Was brauchen wir denn nicht? VM1 brauchen wir momentan nicht. Den können wir verkaufen. Ich wollte mal verkaufen. Wir müssen mal. Jetzt gehen wir mal in den Shop danach. Wir haben so viel Plunder. So. Sonderbomber noch lagern. Was haben wir noch? Und TM7. Auch bekannt als Hornbohrer. Den Mondstein brauchen wir auch nicht. Okay, und jetzt verkaufen wir wieder ein paar Items. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht, ne? Also, warum sage ich wieder? Lol, fail, ja. Gut, folgende Orden. Wir haben jetzt die Hälfte aller Orden. Fehlt nur noch Cora, Sabrina, Pio und Giovanni. Oh, ich habe zu viel gesagt. Okay, vergesst das Wort, nicht vergessen. Ah, da, 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 da. Schaut mal auf das Rad, schaut auf das Rad, genau. Vergessen, was ich gesagt habe. Okay. Hallo, könnt ihr behilflich sein? Ja, ich möchte was verkaufen. Was möchtest du verkaufen? Verkaufen die Fluchtseile. Donnerstein. Da man ihn nur gekauft, um zu schauen. Das Nugget ist zum Verkaufen da. Aufwecker brauchen wir auch nicht so unbedingt. Hätten wir vorhin eigentlich einsetzen können, wo das Traumato eben Hypnose benutzt hat. Naja. Ein Pokéball haben wir. Geil. Kaufen wir noch ein paar mehr ein. Aber erst verkaufen wir den. Und statt den Pokéballen kaufen wir Super... Okay, bei dem kann man es ja nicht kaufen, sondern bei dem rechten... beim linken hier. Superball kaufen wir davon mal 20. Wobei 20 ein bisschen übertrieben ist. Sag mal 15. So. Haben wir noch was zum Verkaufen? Nein, haben wir nicht. Okay. Sortieren wir das noch gleich ein bisschen ein. Das Fahrrad kommt an die erste Stelle. Dann der Münzkorb. Also die Basis tue ich jetzt an erste Stelle. Lüftöffner. Die Bälle kommen danach. So, dann die Heil-Items. Die sind hier, so, okay. Kampf-Items. Nein. So. Okay, so passt. Dann steigen wir mal aufs Fahrrad, wenn wir schon dabei sind. Hä, wo ist das Fahrrad? Achso. Michael Schumacher. Nach rechts. Okay. Sind wir hier richtig? Waren wir hier? Ja. Ja, stimmt. Wir müssen hier hin. Also gut, dann wieder das Drehkreiselspielchen.
Also ich werde schon längst gekotzt, muss ich sagen. Wir haben das Item da nicht eingesammelt. Ja, was können wir es, weil wir im Pokécenter waren? Mist. Ein Hypertrank. So, wir sind im Aufzug. Gehen wir mal ins erste UG. Ah, okay. Oh! Hinterhalt, hat der mich jetzt erschrocken? Was hast du hier verloren? Wie kommst du her? Es wird Zeit. Kämpfen wir. Los, Slimer. Los, Pikachu! Pikachu, greif ihn an mit Donnerblitz! Pikachu! Slimer, Slimer, Slimer! Pfund! Okay, okay, das war ein bisschen schwul gerade eben, aber ja. Slimer ist down, aber es ist ein bisschen langweilig langsam, ne? It's Team Rocket! Reden wir mal ein bisschen über Formel 1. Formel 1 habe ich früher sehr gerne angeschaut. Da wurde Michael Schumacher gewonnen hat immer. Agilität. Der war, also ich war auch früher Schumacher-Fan. Aber dann kam Alonso, da hat den Schumacher die zwei Titel geklaut. Und dann hat er aufgehört und seitdem schaue ich eigentlich gar keinen Formel 1 mehr so richtig. Ich schaue hin und zu mal ein bisschen. Schon mal ein bisschen, schaue ich Formel 1 hin und wieder mal. Wenn mir mal langweilig ist, aber sonst eigentlich nicht. Zweite UG, da kommen wir her, wo wir herkamen. Da kommen wir hin, wo wir herkommen. Gut. Ein Schritt weiter! Ach nee, ihr schon wieder. Du hast uns am Mondberg ganz schön gedemütigt. Aber Rache ist süß, du Rotznase. Jesse und James. Gut, Smogon. So, wie in der TV-Serie wieder mit Donnerblitz. Oh man. Und Ruckzuckhieb. Und Ende. Jetzt kommt Mauzi. Auch wieder gefunderschockt. Sogar ein Monitz, sowas. Und jetzt kommt es von Jesse. Wird auch gewonnen. Mit Volltreffer. So ein Hohlkopf. Die mag so schnell wie das Licht. Okay, dann gehen wir mal nach unten, nach links, nach unten, nach links. Und das ist KP Plus. Bäh. Fail. In Pokémon, das einen nicht so hohen Verteidigungswert hat. Ich glaube, es ist Pikachu. Pikachu. Bisaflor, gebe ich es mal. Bisaflor, komm. Bisaflor ist ganz traurig, weil wir alle Items. Das Radfahren ist hier verboten. Team Rocket hält sich hier auch nicht an alle Regeln. Also gut, dann mal wieder Aufnahmestopp. Okay, Shillock, Tausch mit Pikachu. Warum, werdet ihr jetzt sehen.
Was bist du für einer? Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit seinen Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, Wicht. Das ist der Anführer von Team Rocket. Und wisst ihr jetzt, warum ich Shilluk eingesetzt habe an Spitze? Setzen wir mal Eisstrahl ein. Eihorn! Ups! Spritz mir nicht mehr nass. Aus mit dir. Weg, geh weg. Mach. Jetzt kommt der Stärkste von ihm, glaube ich, ja. Snowbillycat. Hat er auch in der TV-Serie, wenn ich mich zurück entsinne. Und der gibt den immer einen Megablock, genau. Der gibt den echt immer einen Megablock. Yeah, eingefroren. Sehr schön. Das ist der... eine Statusveränderung, an dem Snowbillycat nichts machen kann. Und die Gefrier... also irgendwann taucht Snowbillycat mal auf, aber das kann sehr, sehr lange dauern. Daher bester Statuseffekt, den es gibt. Gefroren. Und Shilluk hat die ganzen Pokémon im Alleingang besiegt, ohne ein KP zu verlieren. Nein, ich habe kläglich versagt. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen, doch wir werden uns wiedersehen. Reimt sich sogar. Rot findet das Hilfscore. Jetzt können wir in den Pokémon-Turm. Und das machen wir sofort. Okay, ab ins erste UG. Denn da ist der Ausgang. Aus dem scheiß Gebäude. Jetzt sind wir wieder in der Spielhalle. Da 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 da. Heilen, heil meine Pokémon, Bitch. Und ich mach kurz Pause wieder. So, ich will die Hypercandy eben zu ran haben, weil da steht, wird bei mir angezeigt, wann es mal, wann der Sound mal stimmt. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass letztens der Ton nicht wieder ganz richtig war. Das wird bei mir angezeigt. Wenn ich rechts nachschaue, habe ich jetzt die Hypercam. Und damit kann ich sofort sehen, ob das jetzt nicht passt oder nicht. Also wird es in Zukunft aufhören. Legen wir den Liftöffner ab, den brauchen wir nicht mehr. Den Münzkorb brauchen wir, soweit ich glaube, auch nicht. Und wenn wir den brauchen, holen wir uns den halt. Aber ich glaube eher nicht, dass wir den brauchen. So, und ablegen. Ja. Und wir gehen wieder aufs Fahrrad, zurück nach Lavandier. Ab zuvor will ich nach Saffronia City noch vorbeischauen. Weil ich schauen will, ob wir das Haus der Nachahmerin schon frei ist. Lass die Nachahmerin frei! Was willst du? Hau ab! Der Boss hat versprochen, dass wir diese Stadt einnehmen werden. Seltsam behindert! Okay, dann gehen wir wieder zurück. Zack, zack, zack. Mit Fahrrad natürlich. Eigentlich könnten wir jetzt schon ein Mio holen. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber ich mach's erst ganz am Schluss. Ja, natürlich haben wir die Schurke halt, ne? Ja. Setz dich Pikachu wieder an Front.
Weil Pikachu muss leveln. Pikachu muss immer 5 Level mehr haben als unsere anderen. Und wir sind wieder im Pokémon-Turm. Zack. Da wir den Silphscope haben, können wir erst die wilden Pokémon auch sehen. Exorzistin möchte kämpfen. Die Levels sind schwach, nach wie vor. Aber ich kann euch versprechen, die werden noch stärker. Was ist hier los? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aua! Ah, Paralyse. Boah, ey, Nebula, nerv mich nicht. Lass mein Pikachu in Frieden. Rest in Peace. Oh Gott. Eisstrahl. Ich wurde erlöst. Also falls ihr vergessen habt, diese Träne sind alle von den Nebulax besessen oder Apollos. Auch meine Freunde waren besessen. Tut mir leid, ich war besessen. Ich verfluche dich. Nee, ich muss so richtig Hexenstimme reden. Also nächste Stimme von der wird sehr, sehr hässlich. Ach, ich habe keinen Bock mehr, Pikachu. Stirb einfach. Mir egal, von mir aus kann Pikachu ruhig draufgehen. So, ich hasse dich, Pikachu, stirb. Oder so geht's natürlich auch. Okay, du hast verdient, weiter zu leben. Jetzt wechsle ich sogar. Und hol wieder unser Ass raus. Das gleich verwirrt wird, super. Schade, dass es hier keine gelben Flöten gibt. Denn gelbe Flöten ist ein Item, mit dem man... das man nur endlich mal einsetzen kann und das Verwirrung heilt. Gibt's hier allerdings in dieser Edition nicht. Ansonsten hätte ich es mir schon längst geholt. So, wieder Glut. Also gut, ich kann nur hoffen, dass wir es verbrennen. Na toll. Ein Nachtnebel. Bei mir ist gerade auch Nacht geworden. Bei mir ist es stockdunkel in meinem Zimmer. Passende Atmosphäre. Was ist passiert? Haben wir etwas, das unser Pikachu heilen kann? Nein, bis auf einen Supertrank. Aber ich hätte gern die Paralyse geheilt. Naja, ist auch nicht so wichtig. Und findet Elixier. Elixier ist ein Item, das alle AP auffüllt. Lass mich in Ruhe! So, jetzt Apollo, ab in den Kampf! hab ich Apollo gesagt? Nebulok, fail. Donnerblitz! Ja. Ich habe mal kurz auf meine Hypercam geschaut und mir das ein bisschen detailliert angeschaut, was da alles möglich ist. Transparierte
transparente Fenster aufnehmen. Kann Performance verschlechtern, ah ja. Okay, hier ist noch ein Item. Ein Aufwecker. Und das ist KP Plus. Geben wir gleich wieder Pikachu. So. Und ich mache ein Safe State. Ja, jetzt seht ihr meine Maus. Hallo, hallo, hallo. Und auf ein Päuschen.